Heute fahren wir mal mit einem ganz besonderen und selten fahrenden Zug. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Wir starten hier in Bamberg und wir fahren jetzt eigentlich mit einem Regionalexpress, der in Richtung Frankfurt fährt. Der fährt jetzt ziemlich häufig, denkt man sich, warum ist das was Besonderes? Ihr habt es vielleicht eben auf der Anzeigentafel aber schon gesehen, fährt nicht über Würzburg Hauptbahnhof. Erkläre ich euch gleich warum. Wir schauen hier aber erstmal in das Fahrzeug rein. Zum Einsatz kommt hier ein Twindex-Triebwagen, Doppelstock-Triebwagen von Bombardier. Mit sehr bequemen Sitzen, auch in der zweiten Klasse. Und wir gehen hier jetzt aber einen Wagen zurück, denn ich habe ein Bayern-Ticket der ersten Klasse. Und deswegen gehen wir jetzt in den erste Klasse-Wagen. Der Teil der ersten Klasse befindet sich im zweiten Wagen in diesem Zug, im Oberdeck. Ist hier allerdings nicht das gesamte Oberdeck, sondern nur der mittlere Teil des Decks ist erste Klasse. Hier kommen für den Nahverkehr sehr komfortable, breite Ledersitze zum Einsatz, die man aber exakt genauso auch im IC2 in der ersten Klasse findet. Für den Nahverkehr sind sie aber eigentlich ziemlich bequem, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Im Fernverkehr auf längere Dauer ist das nicht ganz so komfortabel, aber für einen Regionalzug ist das wirklich sehr angenehm. Wir verlassen jetzt hier Bamberg und fahren erstmal parallel zum Main. Ganz regulär über Haßfurt bis nach Schweinfurt. Bis dahin folgen wir also dem ganz normalen Linienweg vom RE 54 und 55. Die fahren beide die gleiche Strecke, das liegt dann nur daran, ob es ein RE 54 oder 55 ist, auf welcher Seite des Mains sie zwischen Hanau und Frankfurt fahren. Bis dorthin sind RE 54 und 55 aber vom Verlauf her identisch. Wie gesagt, wir fahren jetzt hier parallel immer zum Main bis zum ersten größeren Ort und das ist Haßfurt. Jetzt hier sehen können und dort haben wir auch den ersten Halt. Dann geht es immer noch weiter am Main entlang und der nächste Halt ist dann der Hauptbahnhof von Schweinfurt. Hier also natürlich auch eine Leselampe gehabt zur Ausstattung, genauso wie Tische, Steckdosen, das natürlich alles hier vorhanden. Jetzt erreichen wir gleich Schweinfurt. Die beiden Stadtbahnhöfe, die zentralen Bahnhöfe, durchfahren wir ohne Halt. Wir halten also erst im Hauptbahnhof von Schweinfurt. Im Hauptbahnhof von Schweinfurt haben wir dann auch einen längeren Aufenthalt. Hier treffen sich eigentlich alle Linien immer zur gleichen Zeit. Wir kommen sehr früh an und fahren dann ab, nachdem alle schon da waren. Wir haben hier dann so einen Aufenthalt von etwa 15 Minuten und wir erreichen jetzt hier den Hauptbahnhof von Schweinfurt. Wie gesagt, hier haben wir jetzt einen etwas längeren Aufenthalt, warten An- und Abfahrt von allen Anschlusszügen ab und fahren dann erst weiter. Und ab Schweinfurt kommt dann auch der besondere Streckenabschnitt, der eben ganz außergewöhnlich ist. Jetzt fahren wir noch ein ganz kurzes Stück entlang der regulären Strecke bis zum Bahnhof von Weigoldshausen.
Dort halten wir allerdings auch nicht an. Und wir sehen jetzt hier auch im Hintergrund das ehemalige Atomkraftwerk von Schweinfurt und erreichen jetzt hier in Weigolzhausen. Wie gesagt, diesen Bahnhof durchfahren wir ohne Halt. Wir verlassen jetzt hier die Strecke in Richtung Würzburg und jetzt biegen wir ab auf die Werntalbahn. Die Werntalbahn, das ist eine Bahnstrecke, die eigentlich gar nicht mehr im Personenverkehr bedient wird. Die dient eigentlich nur noch den Güterzügen, die aus Richtung Frankfurt kommen, in Richtung Schweinfurt-Bamberg wollen, die sich über diese Strecke hier den langen Bogen über Würzburg sparen. Dieser Zug fährt hier allerdings auch über die Werntalbahn, leider aber ohne Zwischenhalt. Das heißt, die ganzen Orte und Städte entlang der Strecke werden auch weiterhin nicht im Personennahverkehr bedient. Was ist das jetzt überhaupt hier für ein Zug, mit dem ich fahre? Warum fährt jetzt gerade dieser Zug der Linie RE54 über diese Strecke? Das ist ein Radexpress, das ist also ein Fahrradzug eigentlich. Ein Fahrrad- und Wanderexpress sozusagen, speziell eben für touristische Zwecke, und der hält eben nicht in Würzburg, sondern fährt zwischen Schweinfurt und Gemünden ohne Halt. Hier durchfahren wir jetzt im Moment den Ort Gernheim und erreichen jetzt hier mal einen zweiteiligen Abschnitt. Normal ist die Strecke eben eingleisig. Ab und zu gibt es aber eben für die Begegnung auch ein zweites Gleis. Und hier kommen wir jetzt in die größte Stadt entlang der Strecke, das ist Arnstein. Arnstein ist wirklich eine ziemlich große Stadt und ich denke, eigentlich würde es sich auch lohnen, hier einen Bahnhof zu haben. Aber wie gesagt, im Moment fahren die Züge leider ohne Halt durch Arnstein durch. Es gab immer wieder mal Bemühungen, diese Strecke auch mit Halten zu reaktivieren für den Personenverkehr. Als ich das Video hier im Juni kommentiert habe, war dazu allerdings noch nichts bekannt. Von Arnstein geht es dann noch über einige Orte weiter, Reuchelheim zum Beispiel, Müdesheim, Halsheim und Minsfeld, und dann kommen wir hier nach Tüngen. In Tüngen sind wir relativ nah schon am Main wieder, fahren allerdings noch nicht direkt dorthin, sondern dann geht es noch weiter über Stetten bis zum nächsten größeren Ort, ist es Eusenheim. Ihr seht jetzt übrigens gerade einen entgegenkommenden wartenden Güterzug. Also wie gesagt, im Güterverkehr wird die Strecke noch viel befahren, nur eben nicht im Personenverkehr. Ab Stetten fahren wir dann in Richtung Norden, fahren dann östlich vorbei an Karlstadt am Main, sind also nicht mehr weit davon entfernt. Hier haben wir jetzt gerade Eusenheim gesehen mit der auffälligen Kirche. Und dann kommen wir nach Gössenheim, und in Gössenheim befindet sich die Burgruine Homburg, eine sehr große Burganlage. Ich denke auch sicher, da würde ein Bahnhof einige Touristen anlocken. Ja, und dann kommen wir eben hier nach Wernfeld. In Wernfeld treffen wir jetzt genau hier auf die Bahnstrecke wieder von Würzburg kommend in Richtung Gemünden. Und jetzt fahren wir parallel zu dieser Bahnstrecke. Die Besonderheit ist, wir fahren jetzt wirklich ein ganzes Stück parallel zu dieser Bahnstrecke. Allerdings fahren wir nur parallel. Es sind immer noch zwei getrennte Bahnstrecken. Also es gibt keine Verbindung zwischen diesen Strecken. Die werden parallel geführt. Hier seht ihr auch nochmal den Streckenverlauf auf der Karte. Und hier kommen wir jetzt im Bahnhof von Gemünden ein. Hier treffen die beiden Strecken dann auch offiziell aufeinander.
Das war's damit auch für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr selber mal mit diesem Zug über die Werntalbahn fahren wollt, schaut einfach im Fahrplan nach, wenn die Züge von Gemünden bis nach Schweinfurt ohne Halt fahren, dann ist das der Zug über die Werntalbahn. Müsst ihr nur schauen, die fahren eben, weil sie touristisch sind, nur am Wochenende, nicht unter der Woche. Hier seht ihr jetzt, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt, und ich sage danke fürs Zuschauen und freue mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link.